Hallo, um richtig Freude beim Golfen zu haben, ist es wichtig, dass wir mit diesem Schläger so richtig klarkommen. Heute habe ich eine Übung für dich und alles, was du bei dieser Übung brauchst, sind 6 Tees. Wir werden nicht auf das Loch putten und so sieht das aus. Ein paar Bälle brauchst du erstmal. Bitte, wenn du putten übst, putte auf jeden Fall mit richtiger Golfbälle, nicht mit Rangebälle. Und am besten solltest du immer den gleichen Ball spielen. Ein Ball, den ich sehr bevorzuge, ist der Schrikson. Der kostet nicht viel, hat eine niedrige Kompression und ist für Anfängergolfer, Golfer, die nicht so weit den Ball schlagen, wirklich ein sehr, sehr guter, kostengünstiger Ball. Okay, so, übrigens, ich spiele ein Weiß Pro Plus. Okay, so, ich werde diesen Ball putten. Ich stecke jetzt 2 Tees auf jeden Seite des Balles. Die Tees müssen so weit auseinander sein, dass ich den Putter gerade so dazwischen passen kann. Das muss wirklich recht eng sein. Dann stecke ich ein zweites Tee ungefähr 20 Zentimeter hinter dem Putter. Nur 20 Zentimeter. Das nächste Tee ist das Ziel. Und das sollte so ungefähr 1,2 Meter sein. Und das letzte Tee steckst du hier außerhalb und das wird für die Durchschwunglänge sein. Ich zeige dir von der Seite, wie das aussieht. So, da wird mein Ball liegen. Das muss da sein für den Rückschwung. Das muss da sein für den Durchschwung. Und das ist das Ziel. So, bevor wir mit Ball putten, ist es wichtig, dass man erstmal versucht, zwischen den 2 Tees zu pendeln und ohne die Tees zu berühren. Ich habe Schwierigkeiten, hier merke ich jetzt selber, ohne Tee-Berührung das zu schaffen. Okay, so warum ist das wichtig? Wenn du es schaffst, zwischen den Tees zu pendeln, wirst du den Ball mittig treffen. Das ist eine absolute wichtige Voraussetzung, dass du mittig triffst, weil sonst wird der Schläger nach links oder nach rechts gedreht durch das nicht mittig treffen. Dann ist das Tee da. Warum? Damit man nicht zu weit ausholen kann. Und bei den kurzen Putts möchtest du nie weiter ausholen als dein hinterer Fuß. Und das ist eine super Hilfe. Du wirst merken, oh meine Güte, ich muss für diese kurze Putts unter 2 Meter sehr wenig ausholen. Und dann möchte ich wissen, wie weit ich durchschwingen sollte. Und ich möchte, dass du das Gefühl hast, dass du den Ball ein bisschen schiebst, also nicht schlagen. Und bis zu dem Tee musst du durchschwingen. Okay, so nachdem du mehrere Probeschwünge gemacht hast, putte auf das Tee. Und warum solltest du auf das Tee putten? Ich versuche es erstmal. Eins, zwei. Nicht getroffen. Wenn ich auf das Tee putte und das Tee nicht treffe, ist es gar nicht schlimm, weil das Tee so winzig klein ist. Da habe ich wieder nicht getroffen. Ist nicht mein Tag. Kurz. Lang, super, getroffen. Und wenn du jetzt anschließend, wenn ich anschließend auf den Platz gehe, wird das Loch so groß aussehen. Und wenn ich das Tee jetzt nicht treffe, dann ja, das ist nicht so schlimm, weil das Tee so klein ist. Okay, so da hast du es. Wenn du kurze Putts besser machen möchtest, dann brauchst du diese 1, 2, 3, 4, 5 Tees. Du machst erstmal dazwischen. Deine Mittigkeit wird geübt. Und dein Schwunglänge, kurz, lang und dann das Weiche durch den Ball, das Gefühl zu schieben, das kannst du auch dadurch super trainieren. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, bevor du auf die Runde gehst oder bevor du Turnier spielst. Probier es aus. Danke für das Zuschauen. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere Golfen mit Freude.